Ja, moin, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es endlich mal wieder um ein technisches Gadget. Das ist hier der Gardena Sileno Minimo 500 für 500 Quadratmeter. Ich erzähle euch hier im Video, was ist in der Kiste, wie installiert ihr das, Tipps und Tricks und wie macht er sich jetzt wirklich hier schon seit, na, anderthalb Wochen im Betrieb. Also, seid gespannt. So, das ist der ganze Inhalt. Hier haben wir den Meter, das Kabel, die Haken für die Erde, dann hier die Haken für die Platte, plus Kabel, Powerkabel, Abstands-Zentimetermaß, Poweradapter, der wird hier so raufgesteckt. Dann haben wir das Netzteil, Bedienungsanleitung. Ja, das ist alles. Das ist der Gardena Sileno Minimo 500. Ich habe den gewählt, weil das mit unserer Gartenfläche 280 Quadratmeter ungefähr mit dem Rasen gut hinkommt. Und das ist der mit Bluetooth. Das heißt, ich kann das mit dem Handy verbinden. Die Smart-Version wollte ich jetzt nicht haben, dass ich komplett hier alles per Cloud entsprechend steuern kann. Da habe ich mir gedacht, den Aufpreis kann ich mir sparen. Ja, und das ist jetzt hier der Flotte. Und dann schauen wir mal, wie wir das Ganze so installieren. So, ich wollte euch noch mal kurz zeigen. Wir haben hier eine Kurzanleitung. Damit kommt ihr erstmal überhaupt klar. Ja, das heißt, was haben wir für Punkte? Das heißt, wir müssen erstmal die Power verbinden, um ihn hier aufzuladen. Dann können wir zwischenzeitlich das Kabel verlegen, also den Begrenzungsgrat und den Leitdraht. Und dann schließen wir das Ganze elektrisch zusammen. Und dann ist er mittlerweile aufgeladen und dann kann er loslaufen. Also so ist das Thema, so läuft's los. Ich habe gestern schon die geschlitzt in Rasen, das zeige ich euch gleich mal, weil ich werde das nicht alles mit den Stiften machen. Kann ich euch nachher noch mal erklären. Wichtig ist aber, und das ist hier, wollte ich euch noch mal zeigen, die Schnitthöhe. Ihr habt hier 1, 2, 3 und er ist momentan festgeschraubt auf der dritten. Die dritte ist die höchste. Das ist auch zu empfehlen, falls man jetzt erstmal nur nagelt, das Kabel, das Begrenzungsgrat, dann schneidet er es nicht kaputt. Also das ist ganz wichtig, später kann man dann tiefer gehen. Und diese Schnitthöheneinstellung ist in der Anleitung beschrieben. Nochmal zu den Abständen. 35 cm Abstand soll der Begrenzungsdraht sein, wenn man zum Beispiel gegen eine feste Mauer fährt. Wenn man Büsche hat, dann lang 30 cm. Dann fährt er halt, kann er durchaus mal locker hier vorne gegen so einen Busch fahren. 10 cm ist quasi für eine Kante gedacht, wo er rüberfahren kann. Ja, das haben wir hier zum Beispiel bei der Terrasse, da kann er rüberfahren. Sie sehen, so. Das heißt, hier habe ich geschlitzt. Seht ihr hier? Habe ich schon gemacht. 10 cm. Hier kann er locker rüberfahren. Ohne Probleme. So sind die Abstände zu sehen. So. Hier habe ich eine Position gesucht für die Parkposition, ebenerdig zum Rasen und gleich neben der Steckdose, wie ihr seht. So, und das ist hier das Gerät der Wahl, wenn man das Kabel entsprechend in die Erde packen will. Das ist jetzt hier von Gardena, gibt es aber auch von anderen Marken. Das ist so ein Rasenkantenschneider. Und da habe ich zum Beispiel jetzt hier schon gestern gemacht, den Leitdraht, da kann man so schön rauftreten und dann kann man den Leitdraht direkt in die Erde legen. Ja, das geht hervorragend, auch hier so an der Kante zum Beispiel, zack, ne, zack. Das hat gestern ganz schön lange gedauert. Und man muss sich dann überlegen, mit den Abständen, wie man fährt, ne? Und hier kann er ja zum Beispiel auch einfach rüberfahren. Das geht wunderbar. So, wir gehen mal hier ein bisschen durch.
Und ich wollte mal zeigen, zum Beispiel hier, das ist von unserer Klimmzugstange, da fährt er dann einfach gegen. Ja, das heißt, ich habe hier entsprechend immer 35 cm Abstand gelassen. Hier weniger, weil hier kann er rauffahren. Überhaupt gar kein Thema. Nehmen wir hier den Baum, da fährt er auch einfach gegen. Ja. Die machen wir hier nochmal eben. Da kommt also Erde rein und das Raspelzeug kommt raus, weil sonst fährt er sich hier fest, weil die Vögel buddeln da gern Löcher und dann fährt er mit dem Rad da rein und dann bleibt er quasi hängen. Und wir haben das so gemacht, wir gehen hier noch ein bisschen weiter, dann kann er nämlich einmal rumfahren und hier ist dann quasi der Schlitz wieder, könnt ihr sehen. So, wo ich nageln werde, weil hier ist es eigentlich relativ entspannt. Aber jetzt kommen wir zu dieser Ecke. Ihr seht hier die Bambusse. Die stehen eigentlich recht weit auseinander. Ja, da lege ich aber keine Schlaufe drum, sondern da kann er auch einfach gegenfahren. Da passiert ja nichts. So, und jetzt hatte ich halt überlegt, okay, ich schlitze hier lang und gehe dann hier 35 cm Abstand. Da weiß ich aber nicht, ob er das schafft. Ob er sich dann hier in diesem Bereich nicht festfährt. Und deswegen wird hier genagelt, also mit diesen Erdhaken, und ich mache eine Schlaufe. Ja. Das heißt, wir gehen hier so rum und ich lege dann hier eine Schlaufe rein, damit ich, wenn es nicht funktioniert mit dem gesetzten Draht hier an der Hütte, dann gehe ich hier komplett außen rum und dann lasse ich den, dass er diesen Bereich hier dann quasi nicht mäht. Ne? Aber das probieren wir dann aus. So, als erstes wollen wir den Robby hier aufladen. Das hakt man hier einfach so ein. Und drückt einfach so zu. So, die Positionierung der Ladestation. Sie muss natürlich eben sein, dass wir hier locker rüberfahren können. Wichtig, die Drähte müssen von der Mitte, hier ist der Leitdraht, müssen die Begrenzungsdrähte mindestens 30 cm weg sein. Ja, dann müsst ihr dann darauf achten und das geht. Das heißt, ich komme hier mit den Begrenzungsdrähten vorbei. Das geht wunderbar. Hier zur Mitte, ja, komme ich hier vorbei. Und dann kann ich das. Ihr seht schon, das ist noch nicht sogar optimal. Das heißt, ich werde das hier mit der Erde gleich nochmal auffüllen, dass ihr dann locker reinfahren kann. So, jetzt haben wir das Ganze ausgeglichen. Dann können wir nochmal kurz mit der Wasserwaage checken, wie es eben ist. Wunderbar, passt. Und jetzt schließen wir das mal an. So, wir haben jetzt hier den Netzteilstecker und das Kabel. Ja, das muss ich mal eben aufschneiden und dann können wir das verbinden. So, das heißt, wir haben hier den Stecker. Man sieht hier schon, der hat eine Nase und den kann man auch richtig schön einrasten. Ist entsprechend wassergeschützt, ne, mit dem den Gummiteil und das Ding kommt jetzt hier gleich rein. So, dann haben wir den Gegenstecker. Und der Gegenstecker kommt hier rein. Auch ein bisschen festhalten. Ordentlich drücken, dass er gut Kontakt hat. Einrastet. So. Und dann können wir das wieder hinstellen. Und anschließen. So, ihr seht jetzt, die Station blinkt blau, weil die Kabel wieder nicht angeschlossen. So. Jetzt packen wir ihn in die Ladestation, dass er wohl steht. So, ich habe ihn eingeschaltet und jetzt wartet er auf den PIN-Code. Den brauchen wir aber nicht. Er lädt jetzt quasi so erstmal den Akku auf und dann können wir loslegen jetzt mit dem Draht. So, hier haben wir die Drahtrolle. Ich habe mir so einen Eisstiel genommen, weil ich will ja hier in die Schlitze rein. Ein bisschen, dann kann ich den mit dem Eisstiel, glaube ich, ganz gut runterdrücken. Und dann fangen wir jetzt quasi hier an und laufen langsam los. So, wir sind jetzt vom Leitdraht genug weg. Und hier habe ich noch ordentlich was übergelassen für den Anschluss. So, und jetzt beginnt die Sisyphus-Arbeit, den Begrenzungsdraht hier reinzupacken. Was nicht ganz so ohne ist, muss ich sagen. Das ist echt eine Fummelarbeit. Ja, das hier entsprechend. Weil ich will nicht warten, bis das eingewachsen ist.
mit den Begrenzungsnägeln, mit den Nägeln und den Draht dann, das geht natürlich flott, aber ich muss das jetzt ja hier in die Erde fummeln. So, ich habe es jetzt gefunden, wie ich das am schnellsten hinkriege. Das heißt, ich gehe hier weiter mit meinem Kantenschneider, ja, und dann kann ich das Kabel hier einfach reindrücken, das geht am schnellsten. So, hier müssen wir Abstand halten, weil hier der Poller ist für den Sonnenschirm. Und wir machen hier jetzt gleich eine 10 cm Schlaufe, weil hier der Leitdraht ankommt. Und deswegen machen wir gleich hier eine Schlaufe. So. Das heißt, wir lassen hier so, die 10 cm Schlaufe. Drücke ich mal eben hier so rein. So, und dann geht es hier weiter. So, was natürlich blöd ist, wenn ihr hier solche Wurzeln habt, ja. Da könnt ihr das Kabel natürlich nicht rüberlegen. Ist die Gefahr, dass das immer durchscheuert. Das heißt, ja, ich bin dann hier so drumherum gegangen. Ne? So, jetzt habe ich hier die Drähte gerade mit den Nägeln gesetzt, weil ich ja nicht genau weiß, ob es passt. Oh. Und dann habe ich hier noch was übergelassen. Weil wenn ich hier hinten rumkomme, brauche ich ja mehr. Das heißt, ich habe hier noch eine provisorische Schlaufe. Jetzt angekommen hier mit dem rechten Begrenzungsdraht hochgeführt, abgeschnitten. Und was machen wir jetzt hier? Als Elektrotechnik-Ingenieur hat man natürlich immer etwas dabei. Wir messen mal eben Durchgang und schauen, ob das Kabel irgendwo beschädigt wurde, zwischenzeitlich. So, das packen wir mal hier hin. Da schaut ihr mal, gucken, ob das klappt. Die beiden Enden. Ich habe jetzt natürlich keine Klemmen. Ja, und Durchgang, alles klar. Kabel ist heile. So, der kleine Nager hier, das kleine 3D-Tier, hat sich dazu gesellt. Und wir haben jetzt hier den Beidraht, den Begrenzungsdraht als Schlaufe. Und wir sind ja hier am anderen Ende vom Grundstück. Und jetzt kommt halt der Leitdraht, den ich jetzt hier erstmal reingeklemmt habe. Hier kommt dann halt gleich die Klemme. Und dann legen wir jetzt den Leitdraht hier entsprechend weiter. So, länger drücken, dann geht er raus. So, und dann nehmen wir ihn Sisser aus. So, raus. Und jetzt verkabeln wir die Rückwand. Bisschen. Zack. Das sehen wir jetzt ganz. Das kann man auch ziehen. Kein Problem hier. Wenn das da reingeht, muss glaube ich mit dem Arm in der Kamera. Ne? Ich muss mal eben das so festhalten, sonst geht das nicht. Ne? Ich mache das hier einmal so hoch. Und dann da oben raus. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass das von der Länge passt. Und das auch hier positioniert. Ja. Ein bisschen noch nach hinten. So, ich schraube jetzt erstmal die Platte fest, damit die nicht mehr verrutscht. Wenn ich gleich das hinten anschließe.
sind ja diese Erdanker hier. So. Jetzt sind wir so fest. Hinten ist keiner. So. Wunderbar. Kabel sind verlegt. Ausgerutscht. Aber das ist der Fummelarbeit, Leute. Power, linker, Leitdraht, rechter, Begrenzungsdraht. So, schön reinschieben bis zum Ende. Und jetzt mit der Zange hier zusammendrücken. So, ihr könnt auch sehen, die Kabelenden da sind ganz oben angekommen. So, und jetzt drücken wir das Ganze hier jetzt mit zusammen und dann wirklich kräftig. Zack. Jetzt ist er richtig zusammen. So. Und den vergraben wir dann jetzt hier. Aber vorher schalten wir mal die Anlage ein. Verkabelung ist richtig, ist grün. Jetzt buddel ich noch das Powerkabel in die Erde und dann können wir ihn gleich starten. So, hier ist Heller und erkundet den Garten. Na, dann schauen wir mal, wie er so weiterfährt. Ah, Scheiße. Ah, geht aber noch. Ah, da könnte er sich tatsächlich verfangen. Ja, super. Gut verlegt. Fährt nicht in die Kuhle. So, gucken wir mal da. Da fährt er dann auch nicht ganz rüber. Ja, mal gucken, ob er da wieder rauskommt. Super.
So, als Garage haben wir hier einfach ein Maurerkübel genommen, 90 Liter, kostet 6,90 Euro bei Thun Baumarkt. Ja, eine billigere Garage könnt ihr gar nicht haben. Und wir haben die ein bisschen festgemacht hier mit entsprechenden Haken, dass sie nicht wegfliegt, weil die ist natürlich ein bisschen leichter. Ja, das ist erstmal unsere Garage. Gucken wir mal, ob man nachher reinfährt, ne? So, kurz nochmal vorgestellt, die Gardena App, 10 Meter Abstand zum Mähroboter und dann seid ihr schon verbunden. Da seht ihr die Akkuladung, ihr seht den Mäheinsatz, wann er endet. Ihr könnt die Einstellungen hier machen, entsprechend dem Zeitplan. Ihr könnt die Tage auswählen, seid ihr super flexibel, also das geht alles, überhaupt kein Thema. Ihr könnt Start, Stopp, Pause machen und. Dann haben wir so verschiedene Produkteinstellungen hier. Da gibt es zum Beispiel bei der Ladestation, da könnt ihr Garage vermeiden, dass er da halt nicht rüber mäht. Frostsensor, ihr könnt Startpunkte auf dem Schleifen, auf dem Leitdraht festlegen, prozentual dort sagen, wie oft er dort, also wie viel er da prozentual mähen soll. Dann hier das mit dem Leitdraht, wie weit er rüberfahren soll, könnt ihr auch noch einstellen. Um da seid ihr natürlich flexibel. Das heißt, ist der Begrenzungsdraht vielleicht doch zu dicht irgendwie irgendwo dran gewesen. Aber Achtung, das gilt natürlich für den ganzen Garten. Also nicht für eine Ecke, wo ihr falsch gelegt habt. Hier gibt es noch was mit Sensorkontroll, wo er entsprechend hier auf dem Graswuchs reagieren kann. Den kann man hier einschalten. Den Sensor habe ich jetzt noch nicht. Der ist also nicht im Meer, sondern den müsst ihr ja extra haben. So ein Bodenfeuchtesensor hier entsprechend. Ne? Sonst funktioniert das Ganze ja nicht. So, noch mal kurz zur Verlegung, ein paar Tipps zusammengefasst. Also, wo ihr euch unsicher seid, da lasst ordentlich Schleifendraht, also von dem Begrenzungsgrad ordentlich Draht liegen. Könnt ihr in Schleifen so aufrollen und dann macht ihr das mit den Nägeln, mit diesen Erdnägeln. Und das seid ihr sicherer. Das heißt, ihr könnt im Nachgang es wieder korrigieren. Ja? Und dann habt ihr wirklich die Flexibilität. Ihr könnt gucken, wie fährt er, wie verhält er sich. Und dann braucht ihr nicht wieder buddeln oder wieder alles über Kopf reißen oder das Kabel ist halt so kurz. Ja? Dann müsst ihr nachher noch die Verbinder wieder öffnen. Das ist dann natürlich nicht so gut. Aber ihr seht ja, ihr könnt zwischen 20 und 40 cm in der App einstellen, wie weit er rüberfahren soll über den Draht. Das heißt, ich könnte jetzt hier durchaus nochmal so 3 cm zugeben. Dann fährt er noch einen Ticken weiter rüber. Dann ist er doch nicht bei 32, sondern bei 35. Ja? Und das ist dann ein bisschen passender, würde ich sagen. Das probiert, kann man ja ausprobieren und dann seht ihr das, ne? So, kleines Fazit. Ja, wie macht sich hier der Kleine, ne? Der macht sich richtig gut. Also ich bin richtig begeistert. Und zwar wirklich, der erwischt jede Ecke. Ja, der bleibt nirgendwo stecken bislang. Selbst hier bei den Bambushecken hier ist er richtig gut dabei. Ja, das heißt, er wuselt hier durch, er fährt hier oft hin, obwohl ich den Leitdraht hier nicht gelegt habe. Ja? Ich habe den Leitdraht einmal quer durchs Grundstück und nicht hier einmal rum. Man muss sich ja genau überlegen, wo lege ich den Leitdraht hin, weil in so kniffligen Ecken wie hier kann es sein, dass er dann weniger hier reinfährt. Da hatte ich jetzt im Nachgang die Befürchtung, dass ich den Leitdraht doch nochmal ausbuddeln müsste und hier wirklich in diese Ecke hier führen müsste, dass er hier besser hinfährt. Aber ihr seht schon, der kommt wunderbar klar. Ich habe hier mit diesem Gärtnerdraht unten das ein bisschen zusammengefasst. So, und dann fährt er wieder raus hier. Wunderbar. Und ist gut gemäht. Er hält jetzt momentan 2 Stunden durch. Das liegt aber daran, wir haben ja viel Moos hier im Garten, im Rasen. Und ich hatte ja vertikutiert. Und bis das jetzt kommt, ich hatte jetzt gedüngt. Hier im Norden, uns fehlt das Wasser zurzeit. Es muss mal richtig regnen. Weil ich denke, wenn er dann richtig satten Rasen hat, dann fährt er nur noch eine Stunde, so wie in der Betriebsanleitung angegeben. Er lädt laut Betriebsanleitung 75 Minuten. Ich hatte jetzt 80 immer, aber das ist auch nicht weiter schlimm. Ja, das heißt, diese Stunde Fahrzeit, die ich jetzt mehr habe, das ist wirklich dem Mähwerk geschuldet, dass er gar nicht so viel abmäht. Ne, aber er macht sich wirklich gut.
So, wir haben hier im Apfelbaum hier die ersten Bienen. Es summt hinter mir. Wie gesagt, ich kann das Gerät jedem empfehlen und er mäht fleißig. Und ich hoffe, der Rasen wird jetzt deutlich besser werden, weil ja durch das Mulchen viel mehr Nährstoffe wieder in den Boden kommen, ne? Dass wir wirklich einen satten Rasen kriegen. Also, bis zum nächsten Mal. Lasst gerne ein Like da. Like ist wichtiger als fast noch ein Abo. Aber ein Abo natürlich auch, ne? Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.